Hey Leute und damit hi und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, dann mal los hier. Und wir haben jetzt noch einen Sensor. Ja, wir müssen uns tatsächlich weiter links halten. Okay. Oh, was ist das denn? Das sieht ja sehr interessant aus. Diamant, der wertvollste Edelstein, der in Hyrule zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert die Hylianer schon seit uralten Zeiten und er erzielt unsagbar hohe Preise. Und Steinsalz, Überreste eines längst verschwundenen Ozeans, Universalgewürz, das in viele Gerichte gehört. Cool. Also zum Verfeinern von Gerichten. Ja, komm. So. Essen. Okay. Noch mehr Steinsalz. Ah, wer sagt's denn? Feuerstein. Ich weiß es nicht. Y kann ich die Funktion ausschalten, wenn ich möchte. Ich mache die gerade mal aus, weil oder? Wir müssen ja erstmal hier durchs Tal nach Kakariko. Gerade sind wir ja jetzt auch nicht so flexibel. Ja, ich lasse erstmal aus. Und wenn wir dann intensiv nach Schreien suchen möchten, dann können wir ihn ja wieder anmachen. Steinsalz. Und wir haben ja scheinbar auch so gefunden. Der Ridahi-Schrein. Na dann schauen wir mal da rein in den Schrein. So. Grab ein Loch, Bello. Hast du schon mal einem Hund etwas zu fressen hingeworfen? Manchmal spornt sein Leckerli einen Hund zur erstaunlichen Leistung an. Habe ich leider bisher noch gar keinen Hund getroffen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ridahi. Im Namen der Göttin sollst du natürlich auch geprüft werden. Intakt. Klar. Okay, also sind wir hier dann ja auch schon mal fürs Erste durch. Da hinten sehe ich allerdings noch eine Truhe. Huh?
Soll das? Soll das wirklich so glücklich sein? Boah, Tatsache, okay. Ah, ein bisschen zu früh. Boah. Ach, schade. Ich habe gehofft. Und hoffte vergeblich. Was können wir nachbestellen? Eigentlich ist ja nichts. Gut, da ist eine Kiste. Die können wir aber relativ schlecht hier hochbringen. Hier können wir natürlich hin. Okay, erfassen können wir die auch nicht. Hier ist eine Leiter mit Kisten. Okay. Ich hätte noch eine Idee. Das geht auch nicht. Vielleicht auf so eine Kiste draufklettern oder so. Die können wir ja auch nicht. Die können wir ja nicht mit hochnehmen, oder? Oh Mensch! Ist doch gemein. Ich glaube, so oft ist noch keiner an dieser Stelle gestorben. Ach, sieh an. Warum? Warum? Wir sind fast Game Over, Mensch. Lass mich da durch. Und die ist natürlich jetzt auch direkt weg. Mein Plan ist es einfach, dass man... Ja, okay. Okay. Darüber da hochzuklettern ist wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll. Könnte schon stimmen, ja, ja, ja. Kletterkopftuch. Hey, sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgene alte, uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeit beim Klettern. Okay. Cool. Boah, dann hat sich das ja doch megamäßig gelohnt.
So. Dann wäre das auch erledigt. So. Oh. Die hat auch eine interessante Kopfbedeckung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Natürlich. Zack. Dabadadam. Und hiermit ist meine Wache vorbei. Cool, ein Kopftuch, Mensch. Oh, das hat sich ja megamäßig gelohnt. Gerade weil das auch ein bisschen Rüstung gibt, glaube ich. Schön. Da hinten ist noch mal ein bisschen Stein. Wir müssen eigentlich so ein bisschen links halten, aber ich glaube. Oh. Mensch, sind wir stark. Hier ist nichts, okay. Das sieht aber auch interessant aus. Da lege ich gerade mal die hier ab. So. Sicherheitsabstand. Schade, okay. Oder vielleicht legen wir es direkt in die Mitte. Sieht so verheißungsvoll aus. Naja, leider. Leider nichts. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der Hammer überhaupt kaputt gehen kann. Hier mal ein paar Lanzen zerschreddern. Es sind so viele! Okay. Da hat das Feuer ihm den Rest gegeben. Cool, ein Stachelbockschild. Von einem Bockblind gemacht, der etwas über härteres Holz in die Hände fiel. Darüber war er so glücklich, dass er den Schild sogar mit Tierknochen verstärkte. Aber leider kein Platz dafür. Also machen wir mal Platz. Boah, wir werden immer besser. Immer besser. Ja, natürlich. Auch so kleine Belohnungen sind schon toll. Schauen wir mal. Ein Bumerang. Cool. Das Waldvolk des Krug soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück. Kann ich das? Aha. Ups. Ah. Okay. Interessant. Oh, da ist ein Reisender. Okay, kommen wir rüber. Hallöchen, Reisender. Feines Fleisch. Oh, was ist? Bist du müde vom Laufen? Kopf hoch, der Stall der Zwillingsberge ist ganz in der Nähe. Wenn du keine Kraft mehr hast, iss etwas Fleisch. Ich hätte da zufällig was Feines im Angebot. Mein Fleisch ist feinster Qualität. Was auch immer du nimmst, du liegst immer richtig. Ah,
Edelwild, Edelflügel. Oh, okay. Hammer, tut mir leid. Wunderbar, darf sonst noch was sein? Nein, dankeschön. Ah. Und viel Glück auch auf deinen Wegen. Komm. Komm. Oh. Füllt sich ja sogar unsere Ausdauer auf. Was ist da los? Ist ja cool. Liegt das echt an so einem an dem Kopftuch, was wir jetzt tragen? Okay. Oh, was ist das? Ein verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hatte dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt, aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Schade. Und wir haben keinen Platz dafür. Aber... Mensch, wir haben ja jetzt voll die guten Waffen. Also das heißt, das schmeißen wir weg. Und das nehmen wir mit. Und... Ja, ich weiß nicht, wie viel der Hammer noch aushält. Eine Eiche, Holzpfeile, cool. Vielleicht hält er für immer, das wäre echt toll. Oh, und da ein weiterer Schrein. Ach, und das ist die Pferdescheune, von der... der Wanderer da gerade erzählt hat. Der Hayudama-Schrein. Da kommen wir wohl nicht von der Position aus rein. Och, Mensch. Stall der Zwillingsberge. Hey, Shibo. Meinst du, der Junge da hat Interesse an Pferden? Oh. Ja, Dato. Sieh dir seine Augen an. Er kann es gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von ihm, der Pferde... Was? Das sind die Augen von einem, der Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genauer gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Wir haben es direkt an deinen Augen gesehen. Du hast nichts als Pferde im Kopf, was? Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Das heißt, bei uns bist du genau richtig und kannst alles über Pferde fragen. Wir stehen dir mit Rat und Trab zur Seite. Okay. Wie fängt man sie? Wildpferde sind sehr scheu. Wenn sie jemanden in der Nähe wittern, laufen sie sofort weg. Du musst dich ganz langsam von hinten anschleichen und dann hops aufspringen. Wenn du dich duckst und dich ganz langsam anschleichst, dann bemerken sie dich nicht. Okay, das kann ich schon. Papa hat uns alles beigebracht. Okay, und welche sind gut? Ah, Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gutmütig und einfach zu zähmen. Reine Schimmel oder Rappen und andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Papa sagt immer, am Anfang ist es eine Plackerei mit den Einfarbigen, aber wenn sie zahm sind, will man nichts anderes. Papa meint, als Anfänger sollte man zuerst einen Schecken fangen. Aber wenn ich mal groß bin, schnappe ich mir sofort einen Einfarbigen. Hast du verstanden? Oh Mann, ja, toll. Und wie zählt man die? Aha. Solange Wildpferde nicht richtig gezähmt sind, laufen sie gern mal dorthin, wo sie wollen und schütteln sich. Wenn das passiert, sollst du sie durch Tätscheln beruhigen. Aber man darf nicht einfach die ganze Zeit nur tätscheln, sagt Papa. Tätschle sie, wenn sie brav waren und auf dich gehört haben. Wenn du aufsteigst, wenn du absitzt, ist es eine Art, dem Pferd Danke zu sagen. Alles klar. Na gut. Ciao, bis dann.
Das ist interessant, fall mal. Irgendwo noch mal ein bisschen Wildfleisch. Hier. Na komm. Oh, jetzt mag er mich. Follow me. Im Sergei, im Stall heißt es... Ist das ein Herr oder eine Frau? Im Stall heißt es, dass wir uns bei den Äpfeln bedienen können. Was? Hallo, Sergei. Achso, guten Abend. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster rum und um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reiser wie du immer etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten- und Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner Medizin. Och, wie nett. Spurtmedizin. Stimuliert die Nerven, sodass alle deine Bewegungen schneller werden, sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Mit Spurtmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vor Monstern weglaufen muss oder wenn ich es einfach eilig habe. Sie bestehen nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien, deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Oh. So, und der ist jetzt... Na komm. Kann er irgendwo für uns graben? Das wäre toll. Auf jeden Fall ist er jetzt glücklich, muss wahrscheinlich jetzt erstmal verdauen. War ein Versuch wert. Hey ihr! Mäh doch selbst! Der älteste Witz. Und ich mag diese Musik, mag ich auch. Boah, sind wir stark. Hey, wer bist du denn? Mohun. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um den Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Blut, was? Wie, das kennst du nicht? Das geht ja nicht an. Hör mir zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Oh, das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Oh. Mhm. Oh. Ach so, der... Okay, warte mal. Oh. Der Mond heute. Oh. Heute Nacht wird ein zunehmender Mond zu sehen sein. Ein mächtiger Bogen, der auf unsere kleine Welt zielt, imposant. Was? Okay. Hoi! Hi! Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wie beim Alten.
Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt. Mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko oder Hateno? Liegen beide in der Nähe. Kakariko? Ah, Kakariko ist das Dorf des Shika-Stammes. Früher einmal sollen sie Maschinen gebaut haben, die sich wie von Geisterhand bewegen konnten. Dadurch waren sie dem damaligen König ein Dorn im Auge. Sie wurden vertrieben und lebten von da an im ganzen Land verstreut. Wenn du von hier aus dem Weg nach Norden folgst, gelangst du zu einer großen Brücke. Die überquerst du und folgst weiter dem Weg, dann kommen bald die Tore von Kakariko in Sicht. Okay, dankeschön. Und wer bist du? Hey! Hey! Willkommen in unserem Stall, wo doch alles rund ums Pferd, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier. Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nein, wie? Dann erkläre ich's mal eben. Du kannst unsere Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring's her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registriert, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Ja, das weiß ich schon. Oh, Verzeihung. Dann fangen wir mal anders an. Hi. Willkommen in unserem Stall. Alles klar. Möchte ich übernachten? Machen wir mal. Ja, du bist mir eine. Ach so. Okay. Ja gut, dann. Dann hole ich erstmal ein Pferd. Oh, das ist schön. Der Prissin muss mal auf die Toilette. Also geht es ums Ramdas Schatz. Oh. Warte mal, Prissin. Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allen. Was? Prissin, du quasselst zu viel. Tut mir leid, war keine Absicht. Wir haben hier jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lasst uns in Ruhe. Ich lass euch in Ruhe. Bist du? Hi. Hast du schon mal einen Kakariko? Die züchten dort ganz großartiges Gemüse. Klamotten geben gibt es auch. Einkauf macht richtig Spaß dort. Da wird man seine Rubine schneller los, als man gucken kann. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Tolle Sachen, die ich beim Reisen aufgesammelt habe. Okay, dann zeig mal her. Oh. Was, ein seltener Käfer, der 10 Jahre lang leben soll? Bewirkt in Medizinrezepten bewirkt seine Lebenskraft, dass die Ausdauer aufgefüllt wird. 150, alte Schwede. Ausdauerbarsch, Ausdauerling, Ausdauerkrabben. Nee, danke. Und jetzt? Kaufst du auch an? Oh. Aber natürlich, zeig mal, was du hast. Okay, da bin ich mal gespannt. Dafür gibt er nur 10, okay. Dafür gibt er 8. Ich glaube, 8 haben wir bei dem anderen auch dafür bekommen. Dafür 3. Alles klar, dann. Ja, alle. Passt. Dann verkaufen wir das auch mal. Ja, sieht ja nur. So. Oh. 500! Oh, Wacke, okay. Das ist schon mal echt ein guter Preis. Okay, das können wir auch mal verkaufen für 20. 500 für so einen Diamanten, Mensch. Oh, die Barsche sind auch nicht schlecht im Kurs. Krass, so ein Festtagsgulasch ist 90 Rubine wert. Alter Schwede. Na dann, bitteschön.
Oh. Kann ich eh gerade nicht so gebrauchen. Nee, danke. Oh. Bis bald. Ciao. Ach, ich find's auch irgendwie ganz nett. Diesen Schatz würde ich zu gern finden. Dass man jetzt Rubine nicht mehr so in Grasbüscheln findet. Weil so ist es noch eine etwas größere Herausforderung. Ah, vielleicht hat die einen Tipp für uns, wie wir da rüberkommen. Okay, leuchten tut er erst seit kurzem, aber dieser Schrein hier hat schon an die 10.000 Jahre auf dem Buckel. Es gibt so viele Dinge von den Dingern, dass man bald hinter jedem Hügel über einen stolpert. Die Archäologen überschlagen sich regelrecht vor Begeisterung und versuchen, sie alle zu finden. Aber mich interessiert das alles nicht. Andererseits, dieses Licht, das hat schon was. Ja, in der Tat. Na, schauen wir mal, ob wir da reinsegeln können. Ja, und tatsächlich verbrauchen wir jetzt wesentlich weniger Ausdauer, seit wir dieses tolle Kopftuch da haben. Aber ich weiß nicht, ob es für diesen Berg hier reichen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, da können wir... Nee. Außer wir können uns hier gerade mal ausruhen an dem Steilhang. Nochmal. Ist ja absehbar, dass wir sterben, also. Wir werden schon nicht in der Endlosschleife gefangen sein. Oh, haben es sogar überlebt. Vielleicht kommen wir auch irgendwie ausgerollt. Da müssten wir doch eine Pause machen. Nicht? Ach, Menno. So steil ist das doch gar nicht, Link. Boah. Hat die sich gerade aufgefüllt oder sah es nur so aus? Mensch. Gib mir den Schrein, sag ich da nur. Ja, ja. Kämpft doch mit euch selber. Ja, das ist der Weg. Da sollten wir auch nochmal eine Pause machen können. Hoffe ich doch. Boah, dieses Kopftuch ist echt Gold wert. Aha, okay. Wir können auch einfach loslassen und dann eine Pause einlegen. Und dann weiterklettern. Okay. Nein, nein, nein. Ach komm. Nein. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Ach, Mann. Alter Schwede, so ein Mist. Na. Das letzte Stück rutschen wir noch ab. Menno. So. Ach, Mann. Echt.
das ist wirklich... Man rutscht dann so ein bisschen, aber erholt sich gleichzeitig. Hm. So, wir klettern jetzt einfach mal ganz normal hoch. Dann sind wir ja auch schon oben. So. Geschafft. So. Ah, dieses Erkunden macht doch so viel Spaß. Oha. Ganz ruhig. Fehlt dir doch nichts. Ah, so. Diese Richtung müssen wir. Von daher speichere ich jetzt erstmal. So. Und wünsche mir mal alles Gute. Ja, doch. Das sollten wir doch schaffen. Sehr schön. So, ein neuer Schrein, neues Glück und vielleicht eine neue Fähigkeit. Irgendwie müssen wir ja wieder aus dem Schrein rauskommen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und das werden wir aber in der nächsten Folge machen, Leute. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.